Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Hafis, Gedichte aus dem Divan. Greife nach dem Glas, das Freuden ist geweiht, und komm, unerblickt vom Wächter, meide jeden Streit, und komm, horch dem Feind nicht, der dich heißet, bleiben und nicht gehen, horch nur mir, der, auf, dir sage, sei bereit, und komm. Der persische Dichter Hafis wurde geboren 1315 oder 25 in Schiras und ist eben dort 1390 gestorben. Sein eigentlicher Name lautet Mohammed Schemseddin und er hat einen Beinamen bekommen, der lautete eben Hafis, war ein Ehrenname und dieser Ehrenname bedeutete so viel wie jener, der den Koran auswendig kann. Angeblich soll er schon im Kindesalter von 8 Jahren den Koran auswendig hersagen können. Es gibt wenig gesicherte Daten über sein Leben, aber viele Legenden. Ich habe einmal gelesen, dass er aus einer wohlhabenden Familie stamme. Jetzt heißt es, dass sein Vater Kohlenhändler war und seiner Familie sehr, sehr viele Schulden hinterließ. Als er starb, da war Hafis noch ein Kind. Dennoch wuchs Hafis auf mit einer sehr, sehr guten Erziehung, auch gerade in der persischen Literatur. Er kannte Rumi, er kannte Saadi, er kannte die großen Dichter Persiens und erhielt eine umfassende Ausbildung an einer Medrese, also an einer Universität, die eben auch religiöse Studien betrieb. Zunächst lernte er das Bäckerhandwerk und bei der Auslieferung einer Ware soll er seiner Liebe begegnet sein, seiner Muse Schach-e-Nabat, deren Schönheit er dann in sehr vielen Gedichten besungen hat. Hafis wurde Hofdichter und Koranlehrer und gehörte einem Sufi-Orden an und das in einer Zeit, als wir in dieser Region im Iran eine Herrscher haben, die ganz orthodox, fundamentalistische Muslime gewesen sind. Es handelt sich um die Dynastie der persischen Muzaffariden, vor allem der Schah Mubaris, der 1333 die Stadt Schiras erobert hat und auch gleich Hafis entließ, ist berühmt geworden für seine Grausamkeit und auch seine fundamentalistische Auffassung des Islam. Natürlich verbot er sofort den Wein und der spielte nun in Hafis Gedichten eine große Rolle. Sein Sohn Schutscher indessen holte Hafis dann wieder zurück als Dichter. Nach dessen Tod fiel dann Timur Leng in dieses Gebiet ein berühmter turk-mongolischer Herrscher, berühmt, berüchtigt, den Hafis dann auch in einem seiner Lieder, auf den er anspielt. Es ist überliefert, dass Hafis im Alter von 60 Jahren eine 40-tägige Meditation gemacht habe, an deren Ende er eine Bewusstseinserweiterung erfahren haben soll. Also ein sehr mystisches Erlebnis, das ihn in den letzten Jahren geprägt hat. Er starb als hochgeachteter Dichter seiner Zeit und sein Grab befindet sich in den Musala-Garten von Schiras. Dieser Garten ist auch berühmt für seine Rosen. Dort steht ein Pavillon, den viele Iraner und Iranerinnen in den Abendstunden besuchen, sich im Garten ergehen und dort auch immer wieder seine Verse zitieren, die wirklich sehr, sehr, sehr bekannt sind im Iran. Angeblich kann jeder Taxifahrer in Teheran oder auch in Schiras und Isfahan ein paar seiner Verse auswendig hersagen. Seine Gedichte beschreiben den Rausch als die Lebensfülle. Und angesichts einer Zeit, die von Kriege, Zerstörung, Grausamkeiten geprägt war,
ist das ein Zeichen, was doch eben auf Hoffnung, auf Optimismus hindeutet. Und vielleicht hat auch das seine große Beliebtheit in einem Land, das immer wieder von vielen Eroberern, sehr grausamen Herrschern geprägt ist. Vielleicht lässt das auch seine Beliebtheit ein wenig erklären. Seine Dichtung speist sich aus der literarischen Tradition. Es gibt Anspielungen auf das Schachnameh. Es speist sich aus Anspielungen auf die vorislamischen Überlieferungen. Auch die Zoroastrier tauchen in seinen Gedichten auf. Selbstverständlich, als Korangelehrter gibt es viele Anspielungen auf den Koran und die sufische Mystik. Sein bedeutendstes Werk ist der Divan e Hafez, der Divan des Hafez geworden, eine Sammlung seiner Gedichte, die aber erst nach seinem Tod zusammengestellt und herausgegeben wurden. Es handelt sich um ca. 600 Gedichte, die in Neupersisch verfasst wurden. Neupersisch, was durchtränkt ist von sehr, sehr vielen arabischen Wörtern, was kein Wunder ist, angesichts der Tatsache, dass dieses Land eben islamisch geprägt wurde. Die meisten dieser Gedichte sind sogenannte Gazelen. Das Gazel oder die Gazele, das sind Gedichte, die in eine Aneinanderreihung von zwei Zeilen bringen und ganz stark von jeweils einem Reim geprägt sind, der im ersten Zweizeiler auftaucht und dann in allen folgenden Zweizeilern immer den Endreim darstellt. Das Thema von Hafez Gazelen sind die Liebe und der Wein. Die Liebe als die unerwiderte Liebe, der Trennungsschmerz, die Sehnsucht nach der Geliebten, ihre Schönheit und ihre Reize. Die sinnliche Liebe wird dabei sehr oft ins Transzendente gesteigert, worauf ich gleich noch ein wenig zu sprechen komme. Die Vergänglichkeit des Lebens wird geschildert, aber auch eben die Aufforderung zum Lebensgenuss und Kritik an religiöser Scheinheiligkeit wird geübt. Auch diese Gedichte kennzeichnet das Moment der Homoerotik, einige dieser Gedichte. Und das kommt nicht zuletzt daher, dass die dritte Person Singular im Persischen sowohl er als auch sie bedeuten kann, also sowohl einen Mann als auch eine Frau beschreiben kann. Hafez wurde ins Deutsche 1812 übersetzt von Josef von Hammerpurgstall und in dieser Übersetzung von Goethe rezipiert, der dann Momente der Gedichte in seinem westöstlichen Divan aufgegriffen hat. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. In Europa werden seine Gedichte sehr oft wörtlich verstanden, während im Iran die übertragene Bedeutung hervorgehoben wird. Gerade der Weingenuss ist ja in einem islamisch-orthodoxen Land nicht erwünscht, verboten. Und deswegen wird sehr oft der Wein dort als Weisheitsvermittler interpretiert. Und allein auf seine spirituelle Bedeutung hin verstanden. Das ist etwas, was mich auch immer wieder fasziniert an dem hochgelehrten, hochintellektuellen Islam, dass man eigentlich in diesem hochintellektuellen Verständnis des Islam nicht trennen kann zwischen Sinnlichkeit und Transzendenz und spiritueller Bedeutung. Das Merkmal dieses sehr intellektuellen Islam ist, dass man die Sinnen in der Sinnenfreude Gott erfahren kann.
Das Wort Gottes erscheint in der Welt. Und für mich eins der schönsten Beispiele ist immer die Alhambra in Granada, wo die Wände beschrieben sind mit Gedichten und wo sich die Materie der Mauern auflöst in das Wort, in den Preis auch Gottes. Das finde ich einen ganz faszinierenden Gedanken, den das Europa in dem Sinne so nicht kennt. Die Vorstellung, dass sich in der Sinnenwelt eigentlich das Wort Gottes erscheint und dass das das Eigentliche ist, wonach man dann auch suchen soll. Das finde ich einen sehr, sehr faszinierenden Gedanken. Und von daher ist der Wein wirklich ein schönes Beispiel dafür, wie man einen intensiven sinnlichen Genuss mit einer mystischen Verzückung zusammenführen kann. In den Gedichten von Hafiz tauchen immer wieder Topoi auf, immer wieder die ähnlichen Gedanken und Begriffe. Also wird immer wieder gesprochen, zum Beispiel vom Geheimnis der Liebenden, vom Wächter, der auflauert, von den blühenden Gärten und grünenden Ufern, von den Locken der Geliebten, die Ketten oder Fesseln sind, von ihren oder seinen Augen, die Narzissen gleichen wegen ihres Glanzes. Die Brauen sind Bögen, wie wir sie als Waffen kennen, aber auch wie wir sie aus der Gebetsnische kennen, aus dem Mihrab. Wimpern sind Pfeile oder Schwerter, die Wangen sind Tulpen, der Mund ein Rubin, das Gesicht Mond oder Sonne und der Körper eine schlanke Zypresse oder ein Buchsbaum. Die Rose, das ist die Geliebte und die Nachtigall, das ist der Dichter, der wunderbar singt. Ich lese Ihnen ein Gedicht von Hafiz vor. O Morgenwind, sagst der Gazelle. Und in diesem Gedicht geht es um eine Geliebte oder einen Geliebten, den der Dichter nun anspricht und die sich ihm verweigert. Es ist eine Klage, dass der Geliebte, die Geliebte nicht dem Liebenden näher kommt. Der Morgenwind, das ist in dem Fall der Liebesbote, der das Gedicht zu ihr tragen soll, die Gazelle. Das ist die unnahbare Geliebte, die eben immer leichtfüßig entschwindet. Dann ist von einem Zuckerverkäufer die Rede. Das ist die Geliebte mit ihren Zuckerlippen. Der sprechende Vogel, damit ist der Dichter gemeint, die Nachtigall. Und dann werden noch Männer von Einsicht und Blick erwähnt. Und das ist eine Anspielung auf die rationalistische Schule der Mutaziliten, die im 9. bis 11. Jahrhundert in Basra und Bagdad vor allem eine ganz starke rationalistische Prägung der Theologie hervorgebracht haben, ganz stark von der griechischen Philosophie beeinflusst waren und später, in späterer Zeit, alle rationalistisch geschulten Gelehrten meint. Da wird gespielt mit dem Wort Nazar, Blick. Das meint eben auch hier wieder den verliebten Blick, die Sinnenfreude und dann eben auch die mystische innere Schau. Dann wird noch ein wissender Vogel erwähnt, Simurg, den kennen Sie schon aus dem Schachnami. Und immer wieder Wortspiele von gleichlautenden, ähnlich lautenden Worten, Bade und Bad, Wein und Wind. Und daraus speist sich aus diesem Gleichklang und dem Wohlklang der persischen Sprache, speist sich die ganze Freude, die man an diesen Gedichten haben kann und die bis heute Iraner und Iranerinnen empfinden, wenn sie sie lesen und rezitieren. Also, das Gedicht lautet folgendermaßen. O Morgenwind, sag's der Gazelle, der Zierlichen, fein und gelind, du bist es, um die wir in Wäldern und Wüsten auf Wanderung sind.
der Zuckerverkäufer, hoch leb er. Warum aber spendet er nicht vom Zucker dem sprechenden Vogel, der Süßes so sehnlich ersinnt? Der Stolz deiner Schönheit, o Rose, verbot es dir wohl, dass du fragst, warum denn die Nachtigall klage und wen so von Sinnen sie minnt. Durch Anmut und Huld zu umgarnen sind Männer von Einsicht und Blick. Doch wo ist der Mann, welcher Netze dem Vogel, dem Wissenden spinnt? Ich kann's nicht begreifen, von schlanken Zypressen mit Augen kohlschwarz und Wangen wie Mondlicht, warum ich den Glanz dort der Freundschaft nicht find. Bist du mit dem Liebchen beisammen und schlürfest vom köstlichen Wein, dann denk auch der Liebenden einmal, die wandern und schlürfen vom Wind. Es ist deine Anmut vollkommen, dies Kleine nur lobe ich nicht. Die Gabe der Liebe und Treue, die fehlt dir, mein reizendes Kind. Im Sternenall nimmt es nicht Wunder, wenn Venus des Hafis Gedicht zum Tönen bringt und zum Tanze sogar den Messias gewinnt.